Howdy ho, hier ist wieder Aquifil, heute mit einem Review zu Solo A Star Wars Story. Ja, dürfte vielleicht bekannt sein, dass ich Star Wars Fan bin, kommt ja in den Reviews, gerade zu den Star Wars Filmen, öfter mal vor. Und ja, Solo A Star Wars Story, das nächste Spin-Off, das Disney uns präsentiert, ist für mich natürlich von daher sehr interessant gewesen, da ich den Charakter Han Solo eigentlich auch sehr gerne habe. Und naja, in erwachender Macht Solos Tod war auch wirklich mal emotionaler Moment, der wirklich gesessen hat im Star Wars Franchise. Egal was man von erwachender Macht hielt, der Moment hat es definitiv schon mal in sich. Ja, jetzt kriegen wir Solos Origin Story. Und ja, ich sag gleich mal, ich habe zwar über 50 Star Wars Bücher gelesen, ich hatte jetzt keine Zeit, da sie jetzt neu aufgelegt wurden, die Solo-Origin-Story zu lesen. Ich weiß von daher nicht genau, vorher war immer blöd, weil die Bücher vergriffen waren und wenn sehr teuer waren. Ich weiß halt nicht genau, inwieweit sich das vielleicht auch an den Büchern orientiert. Egal, ein junger Solo gespielt von, und ich muss bei einigen Darstellern wieder gucken, das kann ich gleich sagen, von Alden Ehrenreich. Der junge Solo mit seiner Freundin Kira, gespielt von Emilia Clarke, wächst auf Corellia auf, hat keine Eltern und ja, schlägt sich so als Kleinkrimineller durch die Gegend oder durchs Leben. Ja, sein großer Traum, Pilot werden. Und naja, dafür will er mit seiner Freundin Kira dann halt auch von Corellia fliehen. Ne, sehr industrieller, großindustrieller Planet, dementsprechend auch viele Slums, nicht so schick. Naja, und die Verbrecherorganisation, letztendlich bleibt für sie wenig übrig, also für die kleinen Kriminellen. Naja, er versucht dann zu fliehen, das geht, oh Wunder, was leider ein bisschen schief. Kira bleibt auf Corellia, er schafft es dadurch, dass er sich, also erstmal durch Bestechung und dadurch, dass er sich der imperialen Flotte anschließt, als ja, Rekrut für die Fliegerei, als Pilot, von Corellia zu entkommen. 3 Jahre später, er ist von der Flottenakademie geflogen, so viel weiß ich auch, ist in den Büchern ja ähnlich. Und nun ja, jetzt in der Infanterie, was jetzt nicht so atemberaubend ist, das Imperium führt gerne Krieg und Leute leisten gerne Widerstand. Nun gut, während des Einsatzes, er merkt, dass der eine Captain, der das Kommando übernehmen muss, weil der andere Vorgesetzte gestorben ist, dass der nicht so ganz ein Captain des Imperiums sein kann, weil sonst hätte er sehr gute Regenerationskräfte. Naja, das ist Beckett, gespielt von Woody Harrelson. Und der ist auch ein Krimineller, zusammen mit ja, einem Alien. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Rasse hieß. Ich glaube, es war ein Andorianer. Und dann haben wir natürlich noch seine Frau. Die ist gespielt von Thandie Newton. Seine Frau Val. Und die planen jetzt das nächste große Ding. Eigentlich wollten die hier auch, sind eher da zufällig drin gelandet, brauchten ein Schiff und haben das jetzt geklaut, um letzten Endes ihr großes Ding drehen zu können. Han kriegt das mit. Man will sich natürlich diesen jungen, potenziell Imperialen nicht mit an Bord holen. Bleibt am letzten Endes kaum eine Wahl, denn nachdem sie Han verraten haben, trifft er in der Gefängniszelle Chewbacca und da er ein bisschen Wookie spricht, gut, haben wir später auch noch nie was von gesehen, aber egal, er versteht es, aber dass er selber sprechen kann, gut. Na, er und Chewbacca fliehen als, ja, ich sag mal, Notgemeinschaft oder Zweckgemeinschaft und letzten Endes der Andorianer sagt dann auch, komm Beckett, wir könnten noch ein paar Leute gebrauchen. Val, also Beckets Frau, ist dagegen. Beckett lässt sich letztendlich breitschlagen und nimmt die beiden mit. Ne, das große Ding, was sie drehen wollen, geht dann halt hart in die Hose. Und ja, um Dryden Voss, also gespielt von Paul Bettany. Paul Bettany. Der ist natürlich sauer, weil das Ding, große Ding daneben gegangen ist. Und ja, was macht man letzten Endes? Da Kira inzwischen seiner Organisation angehört, beschließt man nun nicht drauf zu gehen und auch ein bisschen mit Kiras Hilfe, dass man dann ein anderes Ding drehen kann. Und naja, dafür braucht man halt noch ein Schiff, da kommt Lando dann ins Spiel, gespielt von, jetzt muss ich auch wieder schauen, Donald Glover. Und naja, man bricht dann auf nach Kessel, um da das große Ding zu drehen.
Das Doofe ist, man merkt, um ein bisschen einen Überblick zu geben, wer wann wie wo ins Spiel kommt, sind wir hier leider an der Stelle, wo ich schon die halbe Geschichte erzählt habe. Aber gut, kommen noch ein paar Sachen. Auch eine große Überraschung am Ende. Werde ich nicht spoilern, aber ich werde ein bisschen was dazu trotzdem sagen am Ende des Videos. Ah gut. Ja, ich sag mal, der größte Kritikpunkt ist, wir brauchen über die Special Effects nicht reden. Disney wird sich mit einem Star Wars Film nicht die Blöße geben, die sie sich bei meiner Ansicht nach Black Panther gegeben haben, dass die Effekte ja verhältnismäßig weit unter dem Budget aussehen. Die Effekte sind klasse. Natürlich haben wir auch einige coole Action-Szenen. Hier natürlich glasklar. Eine der größten Geschichten, die Han Solo immer erzählt, wie er den Kessel Run in 12 Parsec geschafft hat. Ich weiß nicht, ob das physikalisch komplett richtig ist, da Parsec meines Wissens eine Distanzeinheit ist oder Entfernung und nicht eine Geschwindigkeit oder eine Zeit, aber egal, nicht mein Ding. Ja, dass man das natürlich einbaut, absolut klasse, weiß jeder sofort. Han hat die Geschichte immer erzählt, auch in den Büchern wird es immer erwähnt. Jetzt sieht man es mal, was er da eigentlich getan hat. Gut eingebunden auch in die Geschichte, auch wie man Lando kennenlernt und wie, oh Wunder, was Han natürlich am Ende den Millennium Falcon, also den rasenden Falken von ihm beim Sabak gewinnt. Wobei, ich muss auch sagen, man hat es hier auch ein bisschen angepasst, so wie Sabak in den Büchern beschrieben wurde, so sieht das hier nicht aus. Hier hat das eher was mit einem von einem Pokerspiel zu tun, das etwas an einem Pokerspiel zu tun, das etwas andere Regeln hat. Nicht der ja, recht komplex und unverständlich anmutende Kram, der in den Büchern beschrieben wurde. Vielleicht auch besser so die Änderung. Ne? Man hat solche Key Moments, auch wie gesagt, wie Chewbacca und Han sich kennenlernen und weshalb Chewbacca ihm in der Lebensschuld steht. Das wird alles eingebaut und das ist auch wirklich cool. Ne, die Action-Szenen, wie gesagt, ein bisschen Raumkampf, ein bisschen Geballer. Hier ein bisschen mehr, ja, ich habe auch schon die Bezeichnung Space Western gesehen. Ein bisschen mehr Space Western als klassische Space Opera oder Fantasy Space Märchen. Passt auch zur Thematik Han Solo wirklich gut. Das ist alles wunderbar gemacht, das ist auch unterhaltsam, es ist gut inszeniert. Könnte ein bisschen actionreicher sein, noch außer so ein paar Momente nach dem Motto, ja, hier ist eine Station aus Solos Leben, die wir erwähnen müssen, hier ist eine. Ein bisschen mehr, als dass man das abklappert. Ein paar mehr Aha-Momente hat man sich vielleicht erwünscht, aber das ist eigentlich recht gut gemacht. Wo es meiner Ansicht nach ein bisschen kritisch wird, ist der Charakter Han Solo selbst. Alden Ehrenreich war ja im Vorfeld sehr umstritten. Und ja, durch die Synchro-Stimme klingt er den Part, er sieht nicht, hat nicht ganz das Charisma von Harrison Ford nicht gesagt. Er schlägt sich nicht schlecht, ist natürlich, verblasst natürlich im Vergleich zum jungen Ford aus Episode 4 und 5 und 6. Aber gut, das größte Problem ist gar nicht mehr Ehrenreich, sondern ja, die Figur Han Solo. Wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber es ist, wie Kira schon sagt, ich kenne dich, du bist der Gute. Ja, ich sag's mal so, wir haben hier einen relativ fertigen Han Solo als Charakter, der als Kind sich schon als Schurke die ganze Zeit durchschlagen musste und eigentlich immer das Herz am rechten Fleck hatte. Das, wie wir Han halt in Episode 4 auch kennengelernt haben, am Ende, ne, dass er das Herz am rechten Fleck hat und nicht einfach nur der Schurke ist. Es fehlt mir hier so ein bisschen die Ambivalenz des Charakters, vielleicht auch ein Stück weit ein paar mehr Ecken und Kanten. Es wird hier, wie gesagt, eher der fertige Solo, der, wir wissen, das ist der liebenswerte Typ. Wir haben hier nicht das, wie wir es in Episode 1 zum Beispiel hatten, das und 2 und 3, dass wir einen jungen Anakin haben und uns wundern, wie wird der zu Darth Vader? Wo kommt der so vom Weg ab? Und wir kriegen das langsam mit. Egal, was man von Episode 1 bis 3 hält, das wird durchaus gut gemacht. Und das fehlt mir hier komplett. Nun, wir haben hier wirklich eher einen Cash-Grab mit Han Solo, anstatt dass wir hier weitere Facetten des Charakters kennenlernen. Nun, ja, die Story haben wir im Hintergrund, die mehr erklärt, wo Han herkommt, aber der Charakter an sich, der ist da schon fertig gewesen. Und das wirkt so ein bisschen, ja, es ist ja nicht schlecht, aber es ist ein bisschen zu wenig. Das Star Wars Fanherz schlägt ein bisschen höher, weil man hat Han Solo nochmal als jungen Han. Aber andererseits ist es dann irgendwo wieder eine Enttäuschung. Ja, der Plot an sich,
ist so, wie gesagt, soweit in Ordnung. Er klappert einige Stationen in Hans Leben ab. Ne? Wie er Chewie kennenlernt, dass er von Corellia kommt, dass er aus der Flotte geflogen ist, also ein imperialer Deserteur war, dass er Schmuggler wird. Man hat hier auch am Ende noch ein gutes Tie-In zu Tatooine, wie er Lando kennenlernt. Das alles, das baut man gut mit ein. Ja, aber wie gesagt, die Story an sich ist jetzt natürlich nicht sonderlich tiefgründig. Einer der interessantesten Charaktere hier ist dann auch wirklich einmal Beckett. Das ist so, ja, ich sag mal, wenn Han an einem gewissen Punkt seines Lebens halt nicht der Rebellion ja, beigetreten wäre in Episode 4, ist das, wo Han Solo sonst geendet wäre. Und dass da ein bisschen, ja, er guckt einerseits ein Stück zu Beckett auf, aber eigentlich ist er im Herzen ganz guter und doch ganz anders. Das, da hätte man noch mehr die Dynamik nutzen können, auch wenn sie schon gut funktioniert. Und Woody Harrelson ist natürlich eine coole Sau und ein guter Schauspieler. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Ja, Emilia Clarke ist ganz vernünftig als Kira. Donald Glover macht einen guten Lando. Das Boasting, Großmaul und, ne, ja, im Englischen nennt man das Flamboyance. Es passt einfach wunderbar, das bringt Glover super rüber. Bettany als Dryden Voss. Ja, er ist halt ein Fiesling. Er ist ein Geschäftsmann einerseits, aber ein Fiesling. Ich meine, der Showdown, auch wenn er insgesamt etwas enttäuschend ausfällt, ist da schon sehr cool aufgebaut. Wo sie sich alle gegenseitig übers Ohr hauen. Das fand ich schon sehr amüsant. Ja, der Schauspieler von Chewbacca, gut. Was ich ein bisschen kritisch fand, das war auch wirklich so dieser, ich sag mal, ein Stück weit Jar Jar Binks Moment, den ich in dem Film hatte. Und zwar, jetzt muss ich auch gucken, L3, also L337, der ja, Android, den, oder den Dings mit sich rumschleppt, Lando, wird gesprochen von Phoebe Waller-Bridge. Frau sagt mir erstmal nichts. Kann sich ja auch nicht viel dafür, dieser Charakter ist unendlich nervig. Ist nicht ganz auf dem Jar Jar Binks Level, aber dieser Robot, weibliche Android oder Roboter mit dem Hüftschwung, ne? Und ich sag mal, der Moment, wo sie in der festen Überzeugung ist, dass Lando in sie verliebt ist, aber das kann nichts werden, und da musste sich leider dann auch ihm verwehren. Das war dann so okay, mit ein bisschen lustig, aber ja, dieses permanente gleiche Rechte für uns Androiden, Revolution. Das wirkt fast so, als ob Disney sich da über Kommunisten lustig machen will. Ich weiß es nicht. Es ist sehr dick aufgetragen und viel zu plump. Da fand ich in Dings, in Rogue One, unseren neuen Druiden, viel cooler, viel sympathischer in seiner Art. Hier eher ein bisschen Nervfaktor. Und ich will hier, wie gesagt, nicht spoilern, aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man sagt, kann den nicht mal jemand erschießen? Und dabei ist das wirklich eine Nebenrolle. Naja, also die Geschichte und die Charaktere, ist es in Ordnung, ist es unterhaltsam, ist es halt Blockbuster-Kino. Man hätte aber wesentlich mehr draus machen können. Ich weiß nicht, wie die Reshoots da eine Rolle gespielt haben. Ron Howard ja an sich, jemand, der sein Handwerk auch wirklich versteht. Und auch gerade im Fantasy-Bereich, also ich sag nur Willow, einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme, wo alles perfekt gepasst hat, das hat er hier nicht ganz geschafft. Ich weiß halt auch nicht, wo er die abgesprungenen bzw. gefeuerten Regisseure, was die gedreht haben, was er mit Reshoots versucht hat, naja, gerade zu biegen oder krumm zu machen, ich weiß es nicht. Ja, ich sag mal so, die Reshoots haben bei Rogue One sicherlich nicht unbedingt für ein großartigeres Produkt oder besseres Produkt gesorgt, aber Rogue One war meiner Ansicht nach wirklich klasse. Hier waren die Reshoots dann doch eher, man hat das Gefühl, man hat hier irgendwo Potenzial liegen lassen. Man hätte das Ganze düsterer, mit einem etwas ja, komplexeren Han Solo, mit einem Han Solo, der sich noch finden muss, drehen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob Disney das wollte. Weil so kann man halt diesen Cash-Grab haben. Naja, wie gesagt, warum sich die Begeisterung in Grenzen hält, versteht mich nicht falsch, ist das kein schlechter Film. Es ist kein Debakel, kein Desaster, auch wenn das jetzt teilweise gesagt wird, der Film ist an der Box-Office gebombt. Das ist einfach, liegt einfach an den Erwartungen,
die man die Disney vielleicht auch reingeschoben hat. Und wie gesagt, bei über 50 Star Wars Büchern, alle Filme gesehen. Rebels muss ich noch gucken, aber die anderen, Clone Wars und alles habe ich gesehen. Eine Übersättigung habe ich da nicht zwangsläufig, aber so ein bisschen dieses Flair fehlt. Bei Erwachen der Macht war es endlich wieder Star Wars. Es geht weiter. Er war nett. Rogue One fand ich dann großartig. Letzten Jedi fand ich auch klasse, auch wenn er viel Shit kassiert hat. Da hatte ich aber auch noch so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist eine große, ich sag mal, Blockbuster-Produktion und man muss jetzt erstmal das hinkriegen, dass man so ein bisschen das auf Linie bringt, dass man halt die neuen Charaktere auf denen aufbauen kann und dafür muss man sich dem alten, fies gesagt, erstmal entledigen. Rogue One fand ich zum Beispiel klasse, nicht nur, weil er eine interessante Geschichte erzählt hat, mit auch Charakteren, die uns bisher nicht so bekannt waren, sondern weil er auch ein bisschen düsterer wirkte und ein bisschen was Besonderes hatte, auch im Star-Wars-Universum. Ja, und Solo ist halt, ich sag mal, fies Star-Wars-Massenware. Das ist für einen Star-Wars-Fan unterhaltsam, das ist als Blockbuster unterhaltsam, aber es fehlt so dieses gewisse Etwas. Ne? Und Leute, die dann, ich sag mal, Erwachen der Macht, Rogue One, also den ganzen Disney-Star-Wars-Film, um es kurz zu machen, bisher vorgeworfen haben, dass die recht seelenlose Big-Budget-Produktionen sind, oh meine Herren, wenn diese Leute Solo hassen, ne, weil er noch ein Stück in, ne, ich will nicht komplett sagen seelenlos, aber er wirkt ein Stück seelenloser noch als einige andere Star Wars Produktionen, die nicht unter den Top 3 rangieren bei den Menschen. Und ja, das ist, wie gesagt, eher ein Schritt zurück als ein Schritt vorwärts. Es ist wirklich eher, ne, den Leuten Solo geben, damit sie die Schnauze haben und befriedigt sind, anstatt wirklich etwas aus der Thematik machen. Und ja, dazu, ich glaube, der Casual-Fan, früher war Star Wars was Besonderes und jetzt ist es, wie Disney das beim MCU schon macht, Massenware. Hier auch dann der Punkt, wo ich dann verstehen kann, dass der Film am Boxoffice gebombt ist. Wie gesagt, verhältnismäßig. Nicht effektiv wirklich daneben, aber gut. Das MCU ist ja so ein Stück weit eigentlich keine Filmreihe im klassischen Sinne. Es ist ja eher wie eine Serie, die ganze Geschichte des Infinity Wars bisher erzählt hat, ne, von Anfang bis Ende. Und wir haben statt einzelner Folgen, haben wir halt ganze Kinofilme. Nur bei Star Wars ist es jetzt so, und da wird es halt auch kritisch, auch mit dem Spoiler, den ich vermeiden möchte. Disney hat das ganze Expanded Universe resettet und neu gemacht, weil Tie-Ins schwer gewesen wären. Hätte man es 30 Jahre mit Episode 7, Erwachen der Macht, hätte man es anders genannt, 30 Jahre nach Episode 6 angesetzt und sich zum Beispiel an die Bücher gehalten. Da hätte man so viel erklären müssen, was die Leute nicht verstanden hätten. Und jetzt haben wir hier bei Solo genau den Punkt, wo es am Ende auch so ist. Man erwartet einfach, dass jeder alles kennt. Da ich Clone Wars gesehen habe, wusste ich, weshalb da am Ende gewisse Sachen Sinn ergeben. Der Casual-Fan, der Clone Wars vielleicht nicht gesehen hat, weil er sich nur die großen Filme anguckt, der wird sich sagen, was? Und das hatte ich auch im Kino hinter mir gehört, dass Leute sagen, das hat keinen Sinn gemacht, so ein kleines Kind. Obwohl das sollte Clone Wars gesehen haben, ich weiß es nicht. Aber wenn dann Leute da wirklich so den Kopf schütteln, aufgrund des Auftauchens eines Charakters, der für die meisten hätte gar nicht auftauchen können, so viel sage ich mir nicht. Und ich weiß, ja, natürlich. Ne? Da ist Disney an einen Punkt geraten, den sie beim MCU jetzt teilweise auch schon erreicht haben. Man erwartet, dass man alles kennt. Und wenn jetzt zum Beispiel bei den nächsten Star Wars Filmen, ob es jetzt der angekündigte Boba Fett ist, der hoffentlich von Bobas Seite aus das auch noch ein bisschen weiter ausbohrt, wenn man hier jetzt, ich weiß nicht, ob Solo 2 jetzt so auf Gegenliebe stoßen würde, ich keine Ahnung. Aber man muss mit der Story weiterarbeiten, auch mit diesem Charakter. Und da könnte man Boba Fett auch gut ins Spiel bringen und darum Boba Fett mit einbauen. Nur wenn ich an einem Punkt bin, wo ich wirklich alles kennen muss. Wer Infinity War gesehen hat, ich habe den Kumpel im Kino einen Kumpel geguckt, unter anderem, der die Hälfte der Filme nicht gesehen hat. Und bei manchen Sachen kam er nicht hinterher. Da wusste er gar nicht, wer die Leute sind, die da auf einmal Helden sind und wichtige Figuren sind. Und hier sind wir jetzt auch an einem Punkt, wenn Disney da so weitermacht, dass man sagt, Star Wars ist jetzt nicht mehr
große Kinofilme und vielleicht noch Bücher, die zusätzliche Expanded-Geschichten erzählen. Sondern Star Wars ist jetzt dieses multimediale Erlebnis. Da überfordert man den Zuschauer auch. Da überfordert man die Leute wirklich. Denn, ich sag's mal so, ich kann nicht 50 Star Wars Bücher lesen, alle Serien gucken und so weiter und so fort. Und das muss ich getan haben, damit ich im Film alles verstehe. Das muss ich ein bisschen simpler halten. Dass die Bücher und die Serien eher zusätzliche Geschichten erzählen, vielleicht kleinere Details und Backgrounds liefern, aber nicht elementare Informationen, damit ich beim Film dann nicht da sitze und sage, was soll der Spaß, das ergibt keinen Sinn. Naja, und da hat man sich sicherlich auch für viele Leute einen Klops geleistet, auch wenn das für mich in dem Falle natürlich sehr plausibel ist. Naja, und wie gesagt, denn wenn man jetzt schon diesen Weg geht, dass man erwartet, dass die Leute auch wieder alles drumherum gesehen haben und kennen, dann hätte man auch gleich zum Beispiel während der New Jedi Order, der Reihe der Invasion der Yuuzhan Vong einsetzen können und einfach erwarten können, dass die Leute irgendwie grob schon mitkriegen, wer Mara Jade ist, wer Yakin, Jaina und Anakin sind und. Dann hätte ich auch das gleich machen können. Ne? Dann hätte ich nämlich definitiv schon mal gute Drehbücher, die auch aus den Charakteren was machen. Beziehungsweise ein Stoff, der aus den Charakteren definitiv was macht. Naja, wie gesagt, man hat sich dagegen entschieden, aus guten Gründen meiner Ansicht nach, so sehr ich das Expanded Universe liebe. Aber, wie gesagt, hier ist man jetzt mit Solo an einen Schritt gekommen, der im Gegensatz zu Rogue One, der für sich gesteht, der erklärt etwas anderes, ob ich Rogue One gesehen habe oder nicht, ist für mich, für das Verständnis der anderen Filme nicht notwendig. Es ist eine nette Zusatzinfo. Und genau das hätte Solo sein sollen, aber jetzt hat man schon diesen Teil in das ganze andere, was für die meisten Leute einfach denn eine Überforderung ist. Na gut, ich komme sonst irgendwann vom Thema und diskutiere hier eher über das Treatment von seitens Disney von Star Wars. Solo, unterhaltsamer Film, er hat mir nicht schlecht gefallen. Die Begeisterung, die der letzte The Last Jedi bei mir ausgelöst hat, konnte er nicht wiederholen. Also Rogue One und Last Jedi waren für mich wirklich klasse Filme. Solo ist nett, ist kein Debakel. Lasst euch das auch von keinem erzählen. Und wer den Film als Debakel sehen möchte, gut, denn müssen die Leute inzwischen auch wirklich mal Abstand von Star Wars nehmen. Es ist nett, es bleibt weit hinter seinem Potenzial zurück, es lässt viele Chancen ungenutzt und ist halt ein großer Blockbuster-Film. Und in jeder Hinsicht wirklich ein reiner Blockbuster. Ne? Mit wenig Tiefgründigkeit und ähnlichem. Wie gesagt, vertane Chance, nette Unterhaltung, leider aber auch nicht mehr. Und das wirklich von einem Hardcore-Star Wars-Fan. Aber gut, an der Stelle bin ich fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schreibt das gerne auch in die Commentary-Section, wie ihr den Film fandet. Und ja, sonst, liked das Video, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in die anderen Reviews reinschaut und ja, vielleicht auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, bis denn dann.